Woppa, ihr seht einen gut gelaunten Michael, denn aufgrund zahlreicher Nachrichten, E-Mails und Kommentare von euch haben wir uns nochmal gründlich überlegt, unseren letzten Skandalentschluss nochmal neu zu überdenken und die Fotorallye doch zu machen. Am Ende des Videos gehe ich auf die Fehler ein, die wir gemacht haben. Und für alle, denen das Teaser-Video jetzt zu schnell ist, weil das haben auch einige geschrieben, sie verstehen das gar nicht so richtig, erkläre ich es am Ende auch nochmal in eigenen Worten. Aber jetzt zuerst mal Film ab. Hi zusammen, willkommen auf unserem Kanal. Wir sind total froh und stolz, euch das heute präsentieren zu können, denn wir gehen heute mit der Nachricht an euch raus, dass die erste Fotorallye stattfindet, die von uns veranstaltet wird und bei der ihr dabei sein könnt. Richtig, denn wir haben uns ein Spiel überlegt, bei dem nicht wir im Mittelpunkt stehen, sondern ihr, die Zuschauer, die Mitglieder. Ihr könnt den Ablauf des Spiels mitbestimmen, den Schwierigkeitsgrad, aber auch den Sieger mitbestimmen. Vier Teilnehmer bewegen sich auf einer von uns festgelegten Area und haben einen Aktionsradius, in 2 Stunden ihr bestes Bild bei uns abzuliefern. Dieses wird unbearbeitet für 60 Minuten unserer Community vorgestellt. Im Community-Tab gibt es dazu dann eine Umfrage, das wird nochmal bekannt gegeben. Und die Abonnenten, alle Zuschauer dieses Kanals, können dann in diesen 60 Minuten das Bild auswählen, das gewinnen soll. Aber Vorsicht, alle Abstimmungen danach sind völlig unrelevant. Also selbst wenn das eine Bild noch an dem anderen vorbeizieht, das ist völlig unrelevant. Es gilt diese Spielregel, nur in diesen 60 Minuten, wo abgestimmt wird, ist das Ergebnis in Stein gemeißelt. Gewinner der Rallye ist, wer das höchste Abstimmungsergebnis innerhalb dieser 60 Minuten erzielt. Aber Vorsicht, nicht unbedingt das beste Foto ist am Ende auch der Gewinner der Rallye. Denn es kann von uns proaktiv eine Challenge bekannt gegeben werden, mit der der Teilnehmer sein Endergebnis verbessern kann. Zum Beispiel finde auf dem Gelände eine spezielle Infotafel, mache ein Foto von ihr und zeige uns dieses Foto, bringt 2% mehr Punkte am Schluss. Und finde als Erster die dort versteckten Gummibärchen und liefere sie bei uns ab. Kann dir auch 2% Punkte bringen. Doch damit nicht genug, denn jetzt kommen die Mitglieder dieses Kanals ins Spiel. Sie können nämlich den Teilnehmern durch eine vorher abgeklärte Umfrage zum Beispiel Ausrüstungsgegenstände verbieten oder gar ein Handicap auferlegen. Es lohnt sich also unbedingt, Mitglied auf diesem Kanal zu werden, damit ihr Einfluss nehmen könnt auf diese Fotorallye. Alle Mitglieder, also jeder Mitgliedsstufe auf diesem Kanal, können zum Beispiel ein Handicap auferlegen. Das heißt, im Vorfeld stimmt ihr vielleicht darüber ab, zum Beispiel, dass jedes Bild nur mit einer ISO 500 geschossen werden darf. Oder dass zum Beispiel nur mit einer Brennweite gearbeitet werden darf. Das heißt, hat ein Teilnehmer sich für ein 200 bis 600er Objektiv für die Location entschieden, dann kann das im Vorfeld für ihn bedeuten, dass er entweder nur mit 200 oder mit 600 mm sein Foto aufnehmen darf. Ein anderer Teilnehmer der Gruppe hat vielleicht ein 24-70 dabei. Auch er muss sich auf eine Brennweite festlegen, die er dann wählt. Also entweder 24, 50 oder 70, was halt sein Zoom-Objektiv hergibt. Vielleicht hat er aber auch sowieso nur eine Festbrennweite dabei, dann juckt ihn dieses Handicap sowieso überhaupt nicht. Premium-Mitglieder dieses Kanals oder exklusive Mitglieder dieses Kanals dürfen Einfluss auf die Ausrüstung nehmen. Also sie können zum Beispiel verbieten in einer Abstimmung im Vorfeld, dass zum Beispiel kein Stativ verwendet werden darf oder kein Polfilter. Die nötigen Umfragen dazu werden ganz normal im Community-Tab bei uns veröffentlicht. Es lohnt sich also auch generell sowieso für alle Abonnenten dieses Kanals unbedingt die Glocke zu aktivieren, damit ihr eben nichts mehr verpasst. Übrigens suchen wir für die erste Staffel noch einen Sponsor. Hast du vielleicht eine kleine Firma oder eine Marke, die du promoten möchtest? Dann nimm doch einfach mit uns per E-Mail Kontakt auf. Vielleicht hast du ein kleines Budget, das du zur Verfügung stellst, wenn wir deinen Namen einblenden und dich mal ganz kurz präsentieren. Für jeden Teilnehmer sind 2 Ausrüstungsgegenstände erlaubt, nämlich logischerweise eine Kamera plus ein Objektiv. Wer eine Bridge-Kamera hat, bei dem zählt das schon als 2 Gegenstände. Für jeden weiteren Ausrüstungsgegenstand, also, da muss ich mal schnell nachschauen, ND-Filter, Polfilter, jedes weitere Objektiv, Stativ, Blitz, Vorsatzlinse, 2. Kamerabody und so weiter, werden 2 Strafprozente fällig. Aber Achtung!
Je nach Location kann es absolut Sinn machen, weitere Ausrüstungsgegenstände auszuwählen, da ihr für ein gutes Bild eine hohe Bewertung bekommt. Genau, stellt euch vor, wir sind irgendwann mal an einem Wasserfall. Da kann es natürlich Sinn machen, entweder Stativ- oder Polfilter oder ND-Filter noch dabei zu haben, um das Gewinnerbild unter dem Strich dann zu haben. Und dann habt ihr halt ein paar Strafprozente, aber das kann trotzdem den Ausschlag geben. Auch das Wetter kann dabei euer absoluter Gegner sein. Es ist für uns völlig unrelevant, ob es an diesem Tag regnet, die Sonne scheint oder hagelt. Ihr müsst in diesen 2 Stunden einfach euer bestes Bild abliefern. Und wenn ihr nicht so viel Lust habt, im Regen rumzulaufen, ja, dann habt ihr halt eben vielleicht nicht so ein gutes Bild wie der andere am Ende. Und die Teilnehmer, die Abonnenten, die Zuschauer dieses Kanals, die stimmen knallhart ab, auch wenn sie 4 langweilige Hagelbilder sehen, welches dieser hässlichen Hagelbilder nun mal jetzt das Beste ist. Also macht einfach das Beste an diesem Tag draus. Es wird wegen Wetter jetzt außer Sicherheit geht natürlich vor Blitz und Donnerschlag. Ja. Oder Sturm. Da wird es dann schon abgesagt, aber jetzt wegen Hagel, Regen oder sonst was, also normalen Hagel, wird es nicht deswegen abgesagt, sondern macht einfach das Beste draus aus dieser Situation. Jeder hat ja dieselben Voraussetzungen. Die Regeln sind für alle gleich und auch das Wetter. Es sind 4 Durchgänge geplant, wo jeweils 4 Leute sich bei uns bewerben können als Teilnehmer. Die Gewinner dieser einzelnen Durchgänge qualifizieren sich für das Finale, wo dann natürlich wieder, im besten Fall, wenn keiner krank ist, wieder 4 antreten gegeneinander. Auch im Finale gibt es dann endlich was zu gewinnen. Also derjenige, der das Finale gewinnt, gewinnt einen Preis. Die erste Rallye findet rund um den Altmühlsee bei uns in der Nähe statt. Das genaue Datum, wann die Rallye stattfindet, findest du unten in der Videobeschreibung. Und dort ist auch die E-Mail-Adresse hinterlegt, mit der du uns kontaktieren kannst, um dich zur Anmeldung oder zur Teilnahme zu bewerben. Wir wählen dann 4 Kandidaten aus, die bei dem ersten Durchgang dabei sind. Ja, wir sind sehr gespannt, ob das Projekt bei euch ankommt und ob ihr viel Spaß damit habt. Wir freuen uns sehr darauf, auf jede Bewerbung. Genau, und dann schauen wir mal, was das wird. Ja, wir sind selber sehr gespannt. Das haben wir jetzt halt einfach mal so spontan auf die Beine gestellt. Nehmt unbedingt teil daran. Wir haben jede Menge Spaß, euch dann zu zeigen und da eine schöne Folge draus zu machen. Und ich denke, das ist ein schönes Projekt für alle. Und wir haben uns da wirklich Gedanken gemacht, wie wir da jede Ebene mit einbinden können. Von den Teilnehmern, über die Zuschauer, über die Mitglieder, dass die auch noch ein Bonbon bekommen. Denn umsonst Mitglied zu sein, wäre ja hier langweilig auf diesem Kanal. Okay, uns hat es gefallen, euch das mal zu präsentieren. Wir freuen uns für jeden Klick, für jeden Daumen, für jeden Kommentar, der Aufmunterung. Und ja, wir sehen uns, so Gott will, beim nächsten Video mal wieder. Tschüss, bis dahin. Zuerst einmal ein herzliches Dankeschön, dass du nach diesem ganzen Hin und Her jetzt überhaupt noch da bist. Und vergib mir bitte, dass ich einen weiteren schönen Platz hier am Freitag auf meinem YouTube-Kanal opfere, um diese Rallye anzukündigen. Aber das Problem beim letzten Mal war halt einfach, der Algorithmus von YouTube hat das Video so schlecht behandelt, dass eine ganze Vielzahl an Followern von eurer Seite her das Video überhaupt nicht vorgeschlagen bekommen hat, weil es halt einfach im Feed ganz schnell verschwindet. Und ihr guckt ja auch nicht aktiv immer rein, was hat der Michael vielleicht vor einer Woche für ein Video gemacht, sondern das ist halt dann einfach weg. Und ich brauche ja eure Anmeldung, ja, sonst funktioniert das Format ja nicht. Und deswegen habe ich mich letztes Mal dazu entschieden, es runterzunehmen. Wir haben Fehler gemacht. Übrigens, liebe Grüße von Marion, die heute nicht hier sein kann, aber ich soll ganz liebe Grüße für euch nochmal bestellen. Wir haben Fehler gemacht. Und zwar waren das im Kern 3 Hauptfehler. Der erste Hauptfehler war, dass ich das zu blumig gesehen habe. Ich dachte mir, wenn ich eine Teilnahme kostenlos anbiete, dass Leute zu uns kommen und wir einen 4 Stunden lustigen Tag verbringen, dass da genug sich anmelden. Was ich unterschätzt habe, war, dass nicht jeder vor der Kamera stehen will und dass das auch mit gewissen Ängsten verbunden ist, zu denen ich gleich noch komme. Der zweite Punkt war, der Termin war viel zu ambitioniert. Der Vorlauf war zu kurz, ihr hattet keine Zeit, A, das Video zu sehen, weil es eh ausgesteuert wurde, und B, hat jetzt mein Frustvideo dafür gesorgt, dass das Thema so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, dass wir einen neuen Versuch starten können. Aber wie gesagt, der Termin war zu ambitioniert, die Zeit war zu kurz, und der letzte Fehler war, der ausgewählte Termin war unter dem Strich auch nicht ideal. Jetzt findet die erste Rallye
an dem 6.1.2023 statt, also Heilig Drei Könige. Da hat jeder frei, also die meisten von euch, die jetzt nicht gerade Notfallsanitäter oder Notarzt sind. Ja. Und dementsprechend ist die Gesamtkonstellation jetzt so gut ausgereift, dass ich sage, ja, wir haben jetzt Voraussetzungen geschaffen, dass von den wenigen, die weite Fahrt machen wollen, manche kommen ja auch aus dem Umkreis, aber manche wollen ja auch weiter herfahren, jetzt immerhin das Maximum erreicht ist, weil es halt auch an einem Feiertag stattfindet, an einem Tag, wo die meisten frei haben. Die lustigste Frage bei den letzten Kommentaren so war unter anderem die, wird das denn gefilmt? Oder ich habe gar nicht verstanden, dass das auch gefilmt wird. Ja? Also geplant ist ja eine Rallye, das heißt, es kommen 4 oder weniger, ist auch egal, Foto-Enthusiasten, das können auch blutige Anfänger sein, die einfach bereit sind, an diesem Tag ein lustiges Spiel mit uns zu machen. Und das Spiel ist halt einfach, jeder knipst ein Bild in JPEG, ohne Bildbearbeitung, das wird roh hochgeladen, zack, peng die aus und die Community muss abstimmen. So, und ich dachte halt auch, naja, das nimmt jeder sportlich, wenn einer nicht gewinnt, was ja bei 4 Leuten bei 3 der Fall ist, dachte ich halt, naja, dabei sein ist alles. Ja, und das hatte ich auch so ein bisschen unterschätzt. Also viele Anfänger haben auch reingeschrieben, sie trauen sich da gar nicht zu kommen, weil da kommen ja sowieso nur Profis. Das stimmt ja auch überhaupt nicht, ja. Unten ist die E-Mail-Adresse, wo ihr euch anmelden könnt. Und da habe ich auch jetzt dazu geschrieben, dass ihr bitte bei der Anmeldung auch so ein bisschen reinschreibt, wie lange ihr schon fotografiert. Dann kann ich nämlich die Rallyes auch so ein bisschen nach Schwierigkeitsgraden staffeln. Also wenn einer sagt fortgeschritten, dann packe ich die Fortgeschrittenen zusammen. Und wenn jemand sagt Anfänger, aber ich habe trotzdem Lust dabei zu sein, dann gucke ich, dass wir ein bisschen eine Anfängergruppe auch machen. Aber das wäre unter dem Strich gar nicht wichtig, weil oftmals hat der Profi auch nicht das tolle Foto an dem Tag, ja, zumal er es ja nicht bearbeiten kann. Und der Anfänger, ja, das berühmte blinde Huhn findet auch mal ein Korn, hat vielleicht den Schuss, ja, und alle Zuschauer sagen, wow, krass, der hat jetzt das Ganze verdient. Aber die Abstimmung ist ja sowieso anonym, also kein Zuschauer kann sagen, dem seine Nase hat mir nicht gefallen, Das Bild stimme ich nicht ab, sondern die werden anonym hochgeladen. Nur wir wissen, wem die Bilder gehören. Und dann wird das im Video direkt mit eingearbeitet. Zum Video nochmal zurückzukommen. Natürlich wird das gefilmt. Natürlich gibt es darüber ein YouTube-Video. Denn sonst würden wir die Zuschauer nicht unterhalten können mit dieser Rallye. Ja? Also ihr Teilnehmer und wir, die jetzt filmen, die wollen ja einen Unterhaltungswert schaffen auf YouTube. Und stellt euch vor, die nächste Staffel Deutschland sucht den Superstar findet statt, aber sie wird nicht gedreht. Oder nicht ausgestrahlt. Das Gleiche wäre jetzt das, wenn ich eine Rallye mache und ich zeige es euch nicht. Ja. Also das ist ja Quatsch. Also der Punkt ist natürlich, dass wenn ihr da teilnehmt, dann müsst ihr natürlich damit auch einverstanden sein, dass ihr auch in dem Film die Akteure seid. Und dann hat auch einer gefragt, ja, du musst den Leuten schon mehr bieten. Also scheinbar muss ich denen auch noch Geld zahlen. Ja. Aber ich dachte halt, das Spiel an sich ist Challenge und Spaß genug. Und ich biete auch ja was. Ich habe ja hier eine gewisse Reichweite. Also 100.000 Abonnenten aufwärts. Demnächst heißt ja, dass ihr eine riesige Werbeplattform hier habt. Ja? Also habt ihr vielleicht auch einen kleinen YouTube-Kanal? Dann mache ich natürlich für euch kurz Werbung dafür. Ich stelle euch vor und sage, was ihr sonst so treibt. Ja? Oder vielleicht habt ihr Instagram? Dann kann ich euren Instagram-Kanal einblenden. Das kann ich euch zumindest bieten. Und wir haben ja immerhin jetzt hier nicht so einen Mini-Kanal, was nicht interessant für euch wäre. Also es ist mit Sicherheit für euch interessant, wenn da mal euer Instagram-Name eingeblendet wird. Ja? Also immerhin das kann ich bieten und ansonsten bin ich natürlich auf eure, oder wir sind natürlich auf eure Teilnehmer angewiesen, ja? Dass ihr einfach sagt, hey, das macht mir Spaß und so soll es sein. Also es soll auf keinen Fall irgendwie ein Frust sein, sondern, und es soll auch nicht, es darf nicht so ernst gesehen werden. Es ist ein reines Spaßspiel. Und die Anfänger unter euch, die haben doch eh den Vorteil, und deswegen haben wir das ja gemacht, dass wir diese Challenges ausrufen können. Ja, die sind vorher noch geheim. Marion und ich denken uns da was aus. Und an diesem Tag wird praktisch eine Aufgabe oder 2 oder 3 Aufgaben ausgegeben, mit denen ihr euer Gesamtergebnis verbessern könnt, die aber jetzt mit Fotografieren nicht viel zu tun haben. Und das haben wir auch absichtlich gemacht, damit der Anfänger auch sich ein paar Extrapunkte dazu verdienen kann. Vielleicht ist sein Foto nicht so toll, aber er gewinnt trotzdem, weil er hat die Challenge erfüllt. Ja? Und deswegen haben wir uns das ja so ausgearbeitet. Viele von euch fanden das Ganze auch zu kompliziert. Das kann ich irgendwo nachvollziehen. Andererseits war es wichtig, es komplizierter zu machen. Also ich finde es jetzt nicht kompliziert, weil ich es ja ausgearbeitet habe. Es sind im Grunde 3 Stufen, die man beachten muss. Aber viele fanden es zu kompliziert. Und das kann ich irgendwo nachvollziehen, weil es halt für euch überfallartig sehr geballt kommt, diese ganze
diese ganzen Regeln. Aber wir müssen das machen, dass ein gewisser Spaßwert entsteht und ein Spielwert. Weil wenn ich keine Regeln habe, also angenommen, ich spiele Monopoly und da gibt es keine Regeln, dann macht es niemandem Spaß, weil jeder macht, was er will. Und dem Zuschauer macht es auch keinen Spaß, weil er praktisch das Game gar nicht verstanden hat. Dementsprechend ist es wichtig, dass wir so ein paar Regeln haben. Wir haben extra uns auf so 3 Säulen jetzt eingeschossen. Und ich versuche euch das jetzt nochmal mit eigenen Worten zu schildern. Also, Teilnehmer bewerben sich bei uns und kommen zu einem ausgesuchten Ort, den wir abstecken und sagen, an diesem Ort dürft ihr euer Bild aufnehmen, innerhalb von 2 Stunden. Dann zieht ihr los mit eurem Objektiv und eurer Kamera. 2 Gegenstände sind erlaubt. Jeder weitere Gegenstand gibt später Abzug vom Endergebnis. Das habe ich ja gerade schon im Teaser-Video mit erwähnt. Aber das heißt natürlich nicht, dass ihr dann auf Ausrüstung verzichten solltet, weil das kann unter dem Strich trotzdem das bessere Bild machen. Also, wenn ihr später 80% Zustimmung der Zuschauer bekommt, dann ist es natürlich egal, ob ihr noch 2 Ausrüstungsgegenstände mit je 2 Strafprozenten hattet, weil dann habt ihr halt noch 76%, aber seid trotzdem weit führend. Ja, also das müsst ihr, das ist ja der Spielwert, dass ihr das so ein bisschen euch überlegen müsst. Riskiere ich volles Kanonenrohr wirklich nur mit Kamera und Objektiv loszuziehen? Und ich bin mir so selbstsicher, dass ich damit definitiv das Gewinnerbild schieße? Oder sage ich, naja, ich bin an einem Wasserfall, die Zuschauer auf YouTube, die finden das bestimmt cool, wenn der weich ist, dann muss ich mindestens einen Filter draufpacken und dann kriege ich halt 2% Strafe am Ende. Aber trotzdem sagen die Zuschauer dann später, hey, das Bild war trotzdem cool und dann sind die 2% ja auch egal. Also, es gibt die Regel, Kamera und Objektiv sind erlaubt, jeder weitere Ausrüstungsgegenstand und die sind unten auch nochmal alle aufgeführt. Also wir haben unten nochmal die Regeln zusammengefasst in der Videobeschreibung. Gerne bitte nochmal durchlesen. Und da sind alle Ausrüstungsgegenstände drin, die euch Strafprozente heraufbeschwören. Ja? Und trotzdem müsst ihr halt abwägen, ob es sich nicht vielleicht doch lohnt, das Risiko einzugehen. Es gibt aber auch Mitglieder auf diesem Kanal. Das ist ja bei vielen Zuschauern auch nicht so richtig bekannt. Das hatte ich auch unterschätzt. Also ihr habt ja hier die Möglichkeit auf diesem Kanal, wo ihr jeden Tag reinguckt und Videos guckt von mir, da könnt ihr aber auch Mitglied werden. Ja? Und diese Mitglieder, das ist eine gewisse Anzahl, ja, die sind ja hier da hinten auch auf der Ehrentafel vermerkt, ja, diese Mitglieder, die unterstützen uns aktiv durch ein Abo, was monatlich kündbar ist. Ja. So, und die haben sozusagen durch elitäre Abstimmungen die Möglichkeit, den Teilnehmern einfach Handicaps aufzulegen. Zum Beispiel, ihr dürft nur mit einer ISO 100 fotografieren oder es darf nur mit einer Brennweite fotografiert werden oder es darf heute kein Stativ verwendet werden. Ja, das soll das Spiel halt nochmal interessanter machen. So ein bisschen die Würze geben. Ja, aber auch die Mitglieder natürlich mit einbinden und ihnen auch ein Bonbon geben, für das sie bei uns ja ein Abo am Laufen haben. Müssen sie ja irgendwie was kriegen. Ja, so, also wir haben uns da Gedanken gemacht, das irgendwie so einzuflechten. So, also im Grunde gar nicht schwierig. Ihr lauft rum, macht euer Bild und habt halt von uns vorher einfach ein paar Handicaps auferlegt. Wir sagen euch, ihr dürft kein Stativ nehmen und ihr dürft jedes Bild nur mit ISO 100 machen. Und dann geht jeder Teilnehmer los. Jeder hat die gleichen Voraussetzungen, jeder hat das gleiche Wetter. So, dann kommt ihr wieder zurück, gebt uns die Bilder, wir laden die hoch auf YouTube in die Abstimmung und dann warten wir 60 Minuten, können uns noch ein bisschen unterhalten, können noch ein Foto machen fürs Thumbnail später und könnt ihr mich ausquetschen über alles Mögliche, was ihr wissen wollt. Ja? Und dann warten wir die Abstimmung ab. Und das wird halt alles gefilmt. Ja? Dann kommt das Abstimmungsergebnis und wir geben den Sieger bekannt und wir verabschieden uns. Das ist die Fotorallye. So, wenn du jetzt Gewinner bist bei dieser Rallye, qualifizierst du dich fürs Finale. So einfach ist die Welt. Alles Weitere steht da unten in der Beschreibung. Wie oft soll das stattfinden? So oft, wie wir es schaffen. Vielleicht alle 3 Monate mal eine Rallye, ja, für den Anfang. Weil wir brauchen ja auch immer Bewerber und Teilnehmer dafür. Und wir werden im Alpha Talk auch ab und zu mal sagen, Mensch, schaut euch das an, wir sind das nächste Mal vielleicht in Hamburg und machen da eine Rallye, bewerbt euch unten. Ja. Also das soll auch an verschiedenen Orten stattfinden, dass nicht immer nur hier Mittelfranken anreist, sondern damit wir natürlich auch mal andere Fotografinnen und Fotografen aus anderen Regionen Deutschlands zuerst mal anziehen. Vielleicht können wir es aber auch mal irgendwann auf Schweiz und Österreich ausweiten. Ist halt alles auch nicht gerade um die Ecke und es muss halt irgendwie für uns auch bezahlt werden. Es ist ein ganzer Arbeitstag, wo wir beide irgendwie nichts erwirtschaften und im Gegenteil noch unser eigenes Spritgeld bezahlen und vielleicht sogar noch eine Hotelübernachtung brauchen. Also all das muss halt bedacht werden und wir fangen da jetzt mal klein an, weil für uns gibt es im ersten Moment jetzt nicht so den Vorteil daraus, sondern es soll einfach nur den Kanal aufwerten und den Zuschauern was bieten. Außerdem ist eine Promi-Edition geplant. Wenn das so ein bisschen anläuft mit der Rallye, dann gibt es vielleicht auch mal eine Promi-Edition, wo andere YouTuber dran teilnehmen und dann battlen die sich halt mal so ein bisschen. Ist ja auch Werbung für eure Kanäle dann.
unter dem Strich, danke, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid, dass ihr das jetzt verstanden habt. Und ganz ehrlich, jetzt ist es mir wirklich wurscht, wer jetzt nicht mitmachen will, wer das nicht verstanden hat, wem das zu viel war, der schaut halt einfach beim nächsten Video wieder rein. Und das ist dann mit Sicherheit auch was für alle.